Hallo, hier ist wieder die Gartenmoni. Jedes Jahr habe ich im Garten Riesenkohlrabi drin. Manche kennen die schon oder manche kennen es auch nicht und die schreien mich dann an, der muss doch holzig sein, den kann man nicht mehr essen. Stimmt aber gar nicht. Das ist eine besondere Sorte, Riesenkohlrabi Superschmelz. Ich habe da wieder meinen Samen und ich will jetzt 1. Februar ist heute, möchte ich den jetzt mal säen. Und zwar nur so 5-6 Samenkörnle. Und dann so 4 Wochen später möchte ich noch einmal die gleiche Menge machen, weil es kommt bei mir oft vor, dass die wachsen und dann plötzlich kippen die um und sind kaputt. Aber es bleibt immer dann so 1-2 bleiben übrig und wachsen. Ich weiß nicht warum, was da falsch ist oder so. Vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr mal so mal in den Kommentaren da schreiben. Auf jeden Fall sehe ich die heute, möchte euch aber noch vorher ein paar Bilder von meinen Riesen zeigen. Meine Riesenkohlrabi, die sind alle zwischen 2,4 Kilo, glaube ich, waren es, waren bis ungefähr 10 Kilo. Mein allergrößter, das war ein Rekord und das ist allerdings schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr, so circa 25 Jahre her oder sogar noch länger. Da hatte ich einmal einen Wettbewerb mitgemacht und in einem Gartenmarkt. Und da habe ich den ersten Preis gewonnen und der hatte 11,6 Kilo, also 11.600 Gramm. Das war schon ein Koloss, ne? Also den zu tragen ist ja schwerer wie ein Kasten Bier, wenn man so überlegt. Ja? Und da habe ich den ersten Preis damals gemacht. Ja, und seitdem habe ich zwar nicht mehr so schwere herziehen können, aber mit 10, noch was, ich glaube 10,4 war dann der zweitgrößte, wo ich bis jetzt gehabt habe. Das sind schon Riesendinger da. Da muss ich jetzt lachen, da fällt mir ein. Vor 3 Jahren war das, da war der Große mit 10, noch was Kilo. Da ist immer die Müllabfuhr kommen und dann ist immer einer am Zaun stehen geblieben und hat meinen Kohlrabi angeschaut. Und ich habe das immer von innen vom Haus aus gesehen. Und als ich die Woche drauf in meinem Garten war, hat er mich angesprochen. Hat er gesagt, entschuldigen Sie bitte, dürfte ich vielleicht Ihren Kohlrabi mal fotografieren? Dann habe ich gesagt, ja, warum denn? Dann hat er gemeint, ja, er hat mit seinen Kollegen gewettet um eine Flasche Schnaps, ja, dass er so einen riesen Kohlrabi gesehen hat und die glauben mir das nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann kommen wir doch in den Garten rein, dann stellen wir eine Limoflasche daneben hin, damit man einen Vergleich gut sieht. Na, das hat er dann gemacht. Hat fotografiert, hat sich bedankt und in der nächsten Woche ist er gekommen und dann hat er sich noch einmal bedankt und hat gesagt, jetzt haben sie es mir geglaubt und ich habe die Flasche Schnaps gewonnen. Ja, das war richtig lustig. Und jede Woche ist er stehen geblieben und hat wieder gesagt, mein Gott, wie der wächst, das ist Wahnsinn. Und hat mich eben auch gefragt, ist der holzig oder so, ne? Aber Riesenkohlrabi, der Superschmelz, der wird eigentlich nicht holzig, außer man lässt ihn wirklich bis Oktober stehen, ja, dann fängt er langsam an und dann mache ich ihn auch nicht mehr essen. Aber so bis Anfang, Mitte September kann man den stehen lassen. Man kann auch schon früher ernten, logisch, aber ich will immer ein paar haben, so 3-4 Stück, weil dann die Jüngeren, die ja so in der Größe sind, die ernte ich dann als erstes immer und einen lasse ich immer stehen und ernte den erst Mitte September so ungefähr halt in der Zeit. Ja, und dann wiege ich das immer. Und da habe ich einige Fotos, die könnt ihr jetzt hier immer anschauen. Ich habe auch irgendwo, ach ja, ich habe ja auch einen Bericht drüber geschrieben. Und der wird oben rechts eingeblendet, der Link. Könnt ihr nachlesen. Ja, und jetzt will ich heute eben säen. Ich säe jetzt einmal 5-6 Körner. Und in 3-4 Wochen werde ich noch einmal dieselbe Menge säen, dass ich dann noch einmal kleinere Pflanzen habe. Und weil es, wie gesagt, es geht immer mal was kaputt. Ist ja auch nicht so schlimm, man hat ja genug, ne? So, dann gebe ich immer meine Aussaaterde in solche Behälter, die man ja immer sammelt, wenn man was kauft im Winter, so, ja, irgendein Obst, da war ein Weintraum drin, das weiß ich noch. Natürlich blöd mit dem Plastik, aber ich hoffe, dass das jetzt langsam besser wird. Aber darum hebe ich mir die ja auch auf, weil es könnte ja sein, dass die irgendwann diese Schalen auch abschaffen, ne? Ja. Und die sind doch recht praktisch. So, habe ich da die Aussaaterde mal drin und da sehe ich jetzt, schön fein machen die Brocken, so, da sehe ich jetzt einmal, ja, 6 Körner tue ich rein. Das passt gerade schön. Die Kohlrabi, Samen, die sind ja mini klein. Also,
ja, schwer zu fassen. Normalerweise streut man es rein, wenn man normale Kohlrabi hat, ne, sät man einfach da so rein. Aber wie gesagt, die muss ich gezielt machen, weil ich will ja nicht da 30, 40 Kohlrabi-Pflanzen haben. So, und die lege ich jetzt einmal so auf 6 Mal rein. Na, so und so. So, 6 Stück habe ich. Und wie gesagt, so in 3-4 Wochen sehe ich dann noch einmal welche. Gebe ich dann noch ein bisschen Erde drauf. Oder erst drücke ich es ganz vorsichtig ein bisschen an. Ganz, ganz vorsichtig bloß. So, und dann streue ich ein bisschen dünn Erde drüber. Da ist noch ein bisschen. So. Gießen tue ich die jetzt nicht, sondern die Sprüße mit Wasser ein. Weil sonst schwemmt es immer alles weg, wenn man zu viel macht. So, und da sprühe ich das ein. So, das mache ich natürlich dann immer, sobald es trocken wird, dass das immer oben schön feucht ist. Und damit ich dann weiß, was ich angesät habe, denn man sät ja viel an, ne? Und zum Schluss weiß man es nicht mehr, da nehme ich meine Etikettenaufkleber, mache ich mir nämlich selber solche Etiketten, Pflanzetiketten. So, das mache ich so kleine Fähnchen. Und hinten drauf schreibe ich dann Kohlrabi und das heutige Datum. Heute haben wir den 1.2. So, ist ein bisschen zu lang, mache ich ein bisschen kürzer. So, stecke ich rein und fertig. Kohlrabi und das Datum dazu, dass ich weiß, wann ich die angesät habe. Ja, die Kohlrabi-Samen, das dauert oft einmal 8, 10 und manchmal auch 14 Tage, bis die keimen und aufgehen. Also das ist immer ein bisschen eine langwierige Sache, aber man muss halt immer Geduld haben, ist logisch, ne? So, das war's mit meinen Kohlrabis. Schaut meine Fotos noch ein bisschen an. Ich hoffe, oder haltet mir die Daumen, dass ich dieses Jahr wieder größere kriege. Und vielleicht probiert ihr selber mal so einen riesen Kohlrabis anzupflanzen und anzusäen und dann zu pflanzen. Ne? Also wie gesagt, 2 Stück reichen eigentlich, weil das solche großen Kolossen wären. Gut, das war's für heute. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann klickt doch mal oben auf den Link. Da findet ihr auch meine Etiketten, vielleicht habt ihr Interesse dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr automatisch Nachricht, dass wieder ein neues Video erschienen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.